Wir haben jetzt den neuen Kolben und den alten Kolben. Wir werden sie noch einmal optisch vergleichen. Danach schauen wir uns die Einbaulage des Kolbens auf dem Pleuel an. Der Kolben hat oben einen Pfeil und ich würde mir das Pleuel mit einem weißen Edding markieren, wo der Pfeil in welche Richtung der Pfeil zum Pleuel steht. Danach entferne ich die Kolbenbolzensicherungen und schiebe den Kolbenbolzen aus dem Kolben und dem Pleuel heraus. Dann kann ich den Kolben abnehmen. Dann öle ich die Bolzenbohrung im Pleuel. Ich öle die Bolzenbohrung im Kolben. Setze in den Kolben einen Sicherungsclip ein. Stecke das Pleuel durch mit der markierten Einbaulage zum Pfeil und schiebe den Kolbenbolzen in die Bohrung. Zum Schluss montiere ich den zweiten Sicherungsclip und dann überprüfe ich noch einmal die Lage der Sicherungsclips, dass die auch wirklich richtig eingerastet haben. Dann habe ich den Kolben passend auf mein Pleuel aufgebaut. Um ihn dann in den Motor einzubauen, muss ich wieder die Einbaurichtung beachten, den Pfeil, der bei 70% aller Motoren in Richtung Riemenscheibe zeigt. Wenn das nicht der Fall ist, ist immer noch das Schwungrad abgebildet, sodass ich dann den Motor, den Pfeil Richtung Schwungrad haben muss. In diesem Fall, bei diesem Dieselmotor, zeigt der Pfeil aber Richtung Riemenscheibe. Ich öle den Kolben ein mit den Kolbenringen. Ich verdrehe die Kolbenringe um 120 Grad, die Stöße, schiebe den Kolben ganz leicht in den Zylinder und spanne die Kolbenringe mit einem Kolbenringspannband. Danach schiebe ich die Kolben oder den Kolben in den Zylinder ein. Es gibt auch Motorenreparaturen, wo der Kolben nicht ausgetauscht wird, sondern nur die Kolbenringe. Wenn eine solche Reparatur durchgeführt wird, ist es natürlich zwingend erforderlich, den Verschleiß der Zylinder zu überprüfen, weil diese Reparatur ist nur möglich bis zu einem gewissen Verschleiß. Danach ist der Verschleiß zu groß, muss der Motorblock gebohrt und gehohnt werden und ich kann nicht mit dem Austausch von nur Kolbenringen eine Reparatur durchführen. Ist der Verschleiß in Ordnung, dann empfehle ich, diese Zylinder nachzuhonen und dann muss man sich den Kolben nehmen und muss ihn reinigen. Das heißt, die Ringnuten müssen von der Ölkohle befreit werden, die müssen wirklich picobello sauber sein. Wenn ich das habe, so wie zum Beispiel hier bei diesem Kolben, dann kann ich die neuen Kolbenringe verbauen. Das heißt, ich nehme den Ölabstreifring, setze ihn in die Nut ein, ich nehme den Kompressionsring, den zweiten, setze ihn in die Nut und ich nehme den oberen Kompressionsring und setze ihn in die Nut. Wenn ich die Kolbenringe in der Nut drin habe, dann überprüfe ich, ob sie sich schön frei drehen lassen und sie dürfen kein zu hohes Höhenspiel haben. Also die Nuten dürfen vom Kolben dürfen nicht ausgeschlagen sein, dann kann ich diese Reparatur auch nicht durchführen. Beim Aufziehen der Kolbenringe auf den Kolben muss ich die Einbaulage beachten. Die Kolben sind meistens mit einer Top-Markierung gezeichnet und diese Top-Markierung muss nach oben zeigen.